Ja, es spricht alles dafür, dass die Menschheit unrettbar verloren ist. Mit verloren meine ich nicht, dass sie mit einem Schlag aussterben wird. Das wird wohl sicherlich nie geschehen. Aber dieses Leiden ohne Ende, dahinsiechen ohne Ende, dahin vegetieren ohne Ende, das ist das, was die Menschheit erwartet, sozusagen. Ja, das meine ich mit unrettbar verloren. Ja, irgendwelche Menschen, auch total Konsumsüchtige, auch Heroinsüchtige, haben manchmal noch einen Rest an Überlebenswillen und werden irgendwie noch dahin vegetieren, aber sie werden eben nie ein gesundes, glückliches, freudvolles Leben führen können. Ja, und auch hier, wenn wir dann so schauen, die Talkrunden, die wir auch haben, zum Beispiel, wenn es darum geht, die zwei Wege zu diskutieren. Einmal haben wir ja den politischen Parteienweg, wo wir jetzt ja die Partei des Gemeinwohls PDG beraten. Und dann die Kommunensupervision, also Kommunen als Abstimmung mit den Füßen, Deutschland verlassen in eigenständige Kommunen, in denen ein besseres Leben gelebt wird. Da sehen wir auch, dass da die Macht der Sparten viel zu groß ist. Hier übrigens mal ein Foto von den Flyern, provisorischen Flyern der Partei des Gemeinwohls. Hier nochmal ein anderes Bild von mir. Hier, das ist unser Supervisionsangebot. Diesmal können Sie es wohl auch vollständig lesen. Und ja, aber es sieht so aus, als ob einfach die Diktatur der Sparten einfach stärker ist. Wenn wir mal Diktatur nur mit wem übersetzen, wer hat das Sagen und presst in unsere Köpfe seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer im Sinne von Killerviren des Geistes und parasitären Memen erfolgreich hinein und manipuliert uns durch, unterzieht uns einer systematischen, nicht bewussten Gehirnwäsche, Propaganda, Massenmanipulation. Da, ich habe den Eindruck, dagegen kommen wir nicht an, besonders weil ja sozusagen das ist ja unser Gesamtangebot, hier auch die Kommunensupervision, Mehrgenerationenlebensgemeinschaften, beziehungsweise Kommunensupervision mit dem Plenum, Konflikte, Irrtümer und wir kommen gegen die Irrtümer nicht an. Auch die Teilnehmer dieser Talkrunden, des Samstalks, Viertel nach acht sozusagen, sammeln aus ständig überall, ständig neue vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten auf, ja. Für die Partei des Gemeinwohls auch dort eben eine kluge, intelligente Partei. Da interessiert sich natürlich auch niemand dafür. Ja, und in der Evolution der letzten 13,8 Milliarden, besonders 13,8 Millionen Jahren der Menschheitsevolution im engeren Sinne, ist es eben dazu gekommen, dass wir dann vor 40.000 Jahren eine Wende hatten, dass der Einfluss der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung so negativ wurde, dass unser Gehirn anfing zu schrumpfen und wir immer dümmer wurden. Wir haben also angeblich seitdem etwa 150 Milliliter, also ein 0,15 Liter Glas Gehirnsubstanz verloren, sind entsprechend im Durchschnitt dümmer geworden. Und einer der größten vorteilbringenden Irrtümer unserer Welt ist ja dann auch hier, der aus den Sozialsparten kommende Zentralirrtum, dass Menschen alle gleich seien, der Gleichheitswahn, wie er gerade gestern in einer oder vorgestern in einer Sendung genannt wurde, die veröffentlicht worden war. Und dass also sozusagen wir uns überhaupt keine Gedanken machen müssten darum, wer sind die mit den großen Gehirnen in der Natur, alle Organismen haben Mechanismen eingebaut, alle Tierarten haben im Gegensatz zu unserer eigenen Tierart Mechanismen immer eingebaut, die dafür sorgen, dass die fähigsten Kinder bekommen, einige wenige Kinder bekommen bei hochentwickelten Säugetieren und die Unfähigen nach Möglichkeit keine Kinder bekommen,
weil das natürlich die ganze Art ruinieren würde. Und wir leisten uns den Luxus der in den letzten Jahrhunderten aufgekommenen Wohlfahrtstendenzen und Sozialsparten sozusagen, die alle davon leben, dass dieser Teil, nämlich der scheiternden, arbeitsunfähigen Menschen immer größer und immer riesiger und immer gewaltiger wird, weil dann bei dieser ständig wachsenden Kundschaft die eigenen Karrieremöglichkeiten der Sozialsparten immer größer werden. Und wir haben eine Tendenz und kein vernünftiger Unternehmer, gerade gestern habe ich gesehen, wie sogar die sehr human orientierte Otto-Gruppe, also Otto Versand, Otto finde ich gut und so weiter, Teile ihrer Produktion nach Polen und Tschechien verlagern muss, weil sie können ja die Unternehmen nicht zwingen, sich selbst zu ruinieren, und quasi diesen riesigen Berg an ständig wachsenden Sozialspartlern, also Sozialspartlern und deren riesig wachsende Kundschaft von Langzeitarbeitslosen, Obdachlosen und verwahrlosten und arbeitsunfähigen Menschen, Migranten, Asylanten und so weiter, das alles zu finanzieren, das können sie ja, das ist doch klar, dass die Unternehmen in Notwehr, auch wenn sie noch so human eingestellt sind, einfach raus müssen aus Deutschland und in Polen und in Tschechien jetzt produzieren lassen müssen oder die Sachbearbeitung machen lassen müssen und so weiter, weil sie da eben nicht solch eine riesige sozialspartlerische Bürokratie haben und riesige Armeen an Langzeitarbeitslosen und Obdachlosen und so weiter, was ja alles hier von den Fähigen der Gesellschaft mitfinanziert werden muss. Und dass die mit Abwanderung reagieren und dass dann die Fernsehsendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender dann natürlich theatralisch sagt, ach, die Unternehmer sollen doch bitte reine karitative Dinge sein und sollen sich doch aufopfern und im Zweifelsfall ruinieren, nur damit es den Menschen gut geht. Ja, also jemand, der ein Unternehmer geworden ist, der ist kein, von dem dürfen wir auch gar nicht verlangen, dass er ein karitativer Mensch ist. Ja, wir müssen mit der Gemeinwohlwirtschaft ihn dazu zwingen, uns Gutes zu tun, den Unternehmer, aber ansonsten müssen wir akzeptieren, dass er natürlich Erfolg haben möchte und dass er sich nicht ruinieren möchte, um die verfehlte Politik, unsere verfehlte Sozialpolitik und Sozialspartenpolitik zu finanzieren und dabei das eigene Unternehmen dabei aufs Spiel zu setzen und zu ruinieren. Und zum Glück hat die Otto-Gruppe sich dafür entschieden, nach Polen und Tschechien zu flüchten, da mit diesem Produktionsteil, um eben sich zu stabilisieren. Und aber das werden immer mehr Unternehmen tun müssen, denn ich zeige das jetzt noch mal hier. Also jetzt gehen wir noch mal zurück. Also dieser Mangel an, also dieser Gehirnabbau und dieser Gehirnrückgang, und wir haben ja auch lauter toxische Elemente, die dann auch noch die Gehirnleistungsfähigkeit ständig regeln. Also der Mensch könnte degenerieren, bis wir alle hier am Rollator, hier müsste eigentlich ein Rollator eingezeichnet werden, nur noch dahin schleichen. Ich sehe schon jeden Tag in Köln eigentlich, ich sehe fast nur noch Wracks, ne? Man sieht nur noch zerstörtes Leben, zerstörte Menschen, übergewichtige, kränkliche, gekrümmte, am Rollator dahinschleichende Menschen. Oh, es ist ganz schrecklich. Ab und zu gestern, ich habe sogar immerhin noch ein paar Frauen, die nicht ganz jung waren und trotzdem noch irgendwie sich eine gewisse Hübschheit und Schönheit bewahrt hatten, gesehen. Auch das gibt's, aber das sind mittlerweile die absoluten Ausnahmen. Sowas sieht man ganz selten. Wir sehen eigentlich nur noch zerstörtes Leben. Und das ist eben Marktwirtschaft. Marktwirtschaft zerstört alles, wurde vor 400.000 Jahren, also vor 0,4 Millionen Jahren quasi erfunden. Und seitdem richtet sie ihr Zerstörungswerk an. Noch wuchs unser Gehirn auf 1,5 Liter hoch, unsere Leistungsfähigkeit auf durchschnittlich 1,5 Liter. Ja, und eben jetzt kommen die Sozialspartler und pumpen die Leute alle mit ihren vorteilbringenden Irrtümern voll, nämlich das hier, dass es diese 2 Liter Gehirne, die natürlich ist nicht jedes Gehirn, das groß ist, muss
nicht automatisch hochleistungsfähig sein. Es gibt auch noch eine eigene Genetik dafür, die aus Masse auch Klasse macht, also auch Qualität macht. Also das heißt, es kommt natürlich auch darauf an, wie gut die Elektronik im Gehirn ist, wie sehr auch die Masse an Gehirnsubstanz genutzt wird technisch. Aber im großen Ganzen kann man sagen, im Durchschnitt haben größere und auf höhere Leistungsfähigkeit genetisch geschaltete Gehirne bringen meistens dann Menschen mit einer höheren Leistungsfähigkeit mit sich, Arbeitsplätzeschaffer, Ideenentwickler, und so weiter, und andere mit eben durchschnittlichen 1 Liter Gehirnen eben eher, und wenn die dann auch noch eine schlechte Schaltungsgenetik haben, dann kommen da eben daraus lauter arbeitsunfähige Menschen raus, und über die von denen dann die Sozialspartler profitieren, und das wird alles ruinieren. Das heißt, wir leben jetzt schon in dieser Dekadenz des Römischen Reiches, nämlich, dass hier sich das Ganze, das Wohlfahrtsmäßige sich immer weiter aufbläht und sich selber neue Kundschaften verschafft durch ihre vorteilbringenden Irrtümer. Dadurch verblödet die Gesellschaft immer mehr und eine verblödende Gesellschaft wird immer weniger. Wir waren doch schon vor, ja, schauen wir nochmal hier, wir waren doch schon vor 400.000 Jahren, obwohl wir dort relativ große Gehirne hatten, und dann auch vor 40.000 Jahren, als wir 1,5 Liter im Durchschnitt Gehirne hatten, waren wir zu dumm, um das Problem Marktwirtschaft zu erkennen, zu lösen und durch Gemeinwohlwirtschaft ersetzen zu können. Wir waren damals zu dumm dafür. Und jetzt haben wir noch 150 Milliliter weniger im Durchschnitt, sind also noch blöder geworden und können es eben offensichtlich nicht lösen. Das heißt, die Menschen sind so durchmanipuliert und so von der Gehirnwäsche und Propaganda so zerstört, auch in ihrem Denken und auch ihrer Denkfähigkeit, und ihre Gehirne sind so klein und so unfähig, dass wir schlicht und einfach sozusagen da nicht mehr rauskommen, ja, dass wir da in einer Falle drin sind, so dass wir also hier die Diktatur der Spaten, ja, jetzt waren einige der Spaten gekritzelt hier. Die gefährlichsten sind eben die Sozial- und Weltsozialspaten, diese NGOs, diese Spenden, moralisch Erpressungs Bettelei-Sparten, und die Nahrungssparten sind brandgefährlich, Gesundheit, Waffen, Alkohol, all diese Sparten sind natürlich alle für uns lebensgefährlich. Und alle sind natürlich in der Marktwirtschaft, können sie nur überleben, wenn sie unser aller Leben mit ihren vorteilbringenden Irrtümern zerstören, uns alle durchmanipulieren. Und hier steht es ja so schön, jetzt neu habe ich gefunden auf der Partei des Gemeinwohlseite, hier war das, glaube ich. Da zum Beispiel jetzt sozusagen sehen wir hier, ach so, da ist erstmal das mit der Rentenerhöhung, 150 € Rentenerhöhung. Vielleicht könnte es auch mehr sein, je nachdem, wenn viele Rentner auch ja ihren Partner noch mitfinanzieren, dann kann es auch sein, dass wir dann auf einen höheren Betrag, als wir könnten, es kann sein, dass wir am Ende auch auf 200 € kommen, denn wenn viele Leute gar keine Rente bekommen, aber der Partner bekommt Rente, dann kann der natürlich auch eher 200 bekommen oder so. Das sind auch alles nur Schätzzahlen, kann alles viel mehr sein oder ein bisschen weniger. Ja, und dann steht ja auch hier der Satz, nie wieder, das wurde wohl offensichtlich neu geordnet, nie wieder wollen sie vergiftet werden durch Gammelfleisch, Pestizide, Salmonellen und die unzähligen anderen Lebensmittelskandale. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, schneller hören macht Freude, besonders weil ich jetzt noch viel langsamer sprechen werde. Nie mehr wollen sie, dass Politiker durch Kungelei, Mauschelei und Korruption Politik für Konzerne und Lobbyisten gegen sie, die Wählenden, machen. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Und jetzt kommt es, das Neue. Nie mehr wollen sie, dass das System die Zivilisationskrankheiten bzw. Volkskrankheiten, Einsamkeit, Depression, Sucht fördert, damit auch sie, einsame, konsumsüchtige Singles werden, die einem Krankensystem möglichst viel Umsatz bringen.
Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Ja? Und das ist das große, auch bei der GWÖ, der Gemeinwohlökonomie unserer jüngeren Schwester, unerkannte Grundproblem, dass das jetzige System diese Grundzivilisationskrankheiten und Volkskrankheiten, die hinter allen anderen Zivilisations- und Volkskrankheiten stehen, nämlich Einsamkeit und Depression, Sucht und Sucht stehen hinter jedem Herzinfarkt, hinter jedem Krebserkrankung oder fast jeder Krebserkrankung, fast jeder Sache. Das ist die Hintergrundursache, ja, die Volkskrankheiten, Einsamkeit, Depression und Sucht, ja. Und ja, und das ist eben der Weg. Und heute wieder viele nette Telefonate mit Leuten, die mit Gemeinwohlwirtschaft sympathisieren, aber ja, es tut sich nichts und ich glaube, die Menschheit, die packt das einfach nicht, weil auch so die Kommunen, Samstags, unser Viertel nach acht, ja, es ist doch schon erschreckend, dass eigentlich jetzt auch die Bild-Zeitung mit ihrem Format Viertel nach acht noch die einzige journalistische Geschichte auch im Internetfernsehen ist. Und Bild hat ja jetzt wohl auch einen eigenen Fernsehsender, wenn ich das richtig verstanden habe, oder falls ich das richtig verstanden habe. Und das bedeutet ja letztendlich, dass diese Talkrunden die einzigen sind, wo immerhin noch so ein bisschen Pro und Contra, wirklich gegensätzliche Argumente überhaupt noch ausgetauscht werden, auch wenn es sich um primitive Argumente, eher aus einem rechten Lager, mit primitivsten Argumenten des linken Lagers handelt, also für Intelligentes, wir haben denen natürlich geschrieben, ne, für intelligente Teilnehmer ist auch dort nirgends Platz. Ja, also nämlich, dass es eben nicht so platt ist, einfach nur, aber immerhin prallen da wenigstens mal die primitive linke Tendenz, das ist ja so quasi so dieses aufgehetzt Arm gegen Reich, ja, die große Spaltung der Gesellschaft ist ja so gewesen, ja, ich glaube, dass dahinter, welche Sparten könnten dahinter gesteckt haben, ne, also die Sparten, die dahinter stecken, dürften die Waffensparten und die Sozialsparten gewesen sein, denn wer profitiert von Bürgerkriegen, wer profitiert von Revolutionen, wer profitiert von einer Neidgesellschaft und wer profitiert von der großen Spaltung Arm gegen Reich, Arm aufgehetzt gegen Reich, so nach dem Motto, lasst uns die Reichen umbringen, dann wird die Welt besser. In Wirklichkeit zerstören wir uns, töten wir dann alle fähigen Leute, die wir händeringend brauchen, denn wir haben schon viel zu viel Unfähige in unseren Gesellschaften und wenn wir immer nur noch Unfähige haben, sind wir alle bettelarm. Ja, und ganz am Ende werden dann auch die Sozialspartler bettelarm, weil sie irgendwann niemand ihre Verwaltung der Unfähigen bezahlen kann irgendwann. Ne? Aber das kommt erst ganz am Ende und deswegen die Evolution der Sozialsparten läuft immer so weiter. Ja, also die Sozialsparten und die Waffensparten sind die, die von Revolutionen und Gewalt, Arm gegen Reich, Reich gegen Arm, profitieren können. Ja, denken Sie auch nur an die ganzen Sicherheitsunternehmen und Bewachungsunternehmen, mit denen sich die Reichen jetzt schützen gegen die gewalttätigen Armen und so weiter oder die aufgehetzten Revolutionäre und Robin Hoods und so weiter. Ja, ja, und das bedeutete eben ja letztendlich in der Summe wurde da eben diese große Spaltung Richtung Neidgesellschaft, Arm soll Krieg führen gegen Reich, ja, also diese Spaltung, das ist das primitive Linke sozusagen, das ist der Unterton, der überall mitschwingt, ja, und dieser kranke Unterton, ja, so dieser verrückte Marx mit seiner Waffen- und Sozialspartenfreundlichen Ideologie, so nach dem Motto, ach, diese bösen Unternehmer sind ja alle bösartige Mehrwertabschöpfer und Ausbeuter. Ja, das ist ja das, was vom Marxismus übrig geblieben ist. Und diese Spaltung der Gesellschaft sozusagen führt ja dazu, dass am Ende immer mehr Unternehmer, ich habe es ja vorhin geschildert, Otto, immer mehr ihre Produktion ins Ausland verlagern müssen,
Und dann bleiben lauter Sozialfälle übrig und damit Kundschaft für die Sozialspartler und am Ende vielleicht noch Kundschaft für die Waffenindustrie, wenn es darum geht, dass immer mehr inländischer Terrorismus und revolutionäre Zellen sich bilden, und so weiter. Ja, und so, ja, das ist die Totalzerstörung, der Menschheit letztendlich, ja. Und ja, eigentlich wollte ich die Parteien anrufen, aber es hat eigentlich keinen Sinn, weil überall Dummheit und Verblödung, was wollen wir da erreichen? Wir kommen gegen die schon vor 40.000 Jahren zu geringe Intelligenz der Menschheit. Es reicht nicht, dass ein Papa, dass 23 Professoren, Doktoren, und ja, vielleicht 50 Leute klug genug sind und deren Gehirne groß genug und leistungsfähig genug sind, um all diese Dinge zu verstehen. Aber mit 50 Leuten können sie die Welt nicht verändern. Die Welt wird regiert von den 45 Millionen geistig behinderten Wählern, die wir in Deutschland haben, die einfach immer wieder nur Krankes wählen, nämlich Hass auf Reiche, Neidgesellschaft auf der einen Seite oder, ach, der Markt ist ja so menschenfreundlich und Marktradikale, diese schreckliche, wo steht's denn nochmal hier so, diese schreckliche neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft ist in Wirklichkeit ein Engel und der Markt, das alles, wenn jeder nur für seinen Profit schaut, kommt in der Marktwirtschaft als Gute für alle raus. Alle diese Märchen werden weiterhin getragen, ja, das ist, also gegen so eine vollständige Verblödung der Menschheit ist nichts zu machen. Und dann noch müssen wir überall Sektenalarm machen, überall schleusen sich auch in wirtschaftliche oder gemeinwohlorientierte Projekte immer mehr diese Sekten ein, diese Esoterik-Sekten, die Seuche der Menschheit, Esoterik und Rudolf Steiner-Sekten und so weiter. Überall schleust sich dieser Schrott rein, der nicht die Lösung des Problems darstellt, sondern das Problem ist. Diese esoterischen Sekten sind Teil des Problems und niemals Teil der Lösung. Ja. Ja, und das Größte, was die Sozialspaten, der größte Coup, den die Sozialspaten hier bewirkt haben, ja, also hier die gefährlichsten, die Spaten, die infizieren uns alle mit ihren VIs, mit ihren Viren des Geistes, den vorteilbringenden Irrtümern, ja, und außerdem haben alle Sparten riesige Finanzvolumina und es fließt auch immer Geld in Richtung Politiker, Parteien. Also zumindest haben diese Sozialsparten genügend Lobbygelder und eigene Lobbygelder, um hier überall zu beeinflussen. Und überall sind in den Köpfen finden sich auch die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten. Nicht nur die vorteilbringenden Irrtümer der Zuckerindustrie oder der Glyphosatindustrien, sondern eben auch der Sozialsparten. Und die sozusagen zerstören, sozusagen führen dazu, dass wir eben letztendlich überall über eins nicht diskutieren. Über das wichtigste Thema des Überlebens Deutschlands einfach nicht diskutieren. Dass wir, egal ob Zuwanderer und Abwanderer, dass wir ständig gucken müssen, welche Gehirngröße beziehungsweise im erweiterten Sinne welche Gehirnleistungsfähigkeit? Ich reduziere mal die Gesamtgehirnleistungsfähigkeit nur auf den Größebegriff. Welche Gehirngröße haben die 50.000 Menschen, die wir jedes Jahr endgültig an die Welt verlieren? Und welche Gehirngröße haben die 50.000 Zuwanderer und deren Kinder und so weiter? Und der Nachwuchs, der diese Abwanderung ersetzen soll, alle Daten, die ich im Internet finden konnte, das ist hier, dass wir jedes Jahr einen Nettoverlust an 50.000, das ist eine richtige kleine Großstadt schon, einen Nettoverlust
an 50.000 Leuten mit den größten Gehirnen an die Welt haben und von der Welt 50.000, diese ersetzt werden mit 50.000 mit den kleinsten Gehirnen. Kinder der sozial Schwachen, der Arbeitsunfähigen, der Arbeitslosen, der arbeitsunfähigen Migranten und so weiter. Und dass wir die Sozialstaaten, der größte Coup, den sie gemacht haben, dass sie durch vorteilbringende Irrtümer uns von dieser Überlebensfrage der Menschheit abgebracht haben. Wie sorgen wir dafür, dass wir hier Kinder mit großen Gehirnen bekommen und möglichst wenig Kinder mit kleinen Gehirnen bekommen? Von dieser Frage, die wurde als irrelevant quasi und als unwahr, also eigentlich die Sozialspartler, die würden so sagen, ja, Charles Darwin ist ein guter Wissenschaftler und hat recht, aber eigentlich reden sie in allem ihren vorteilbringenden Irrtümern, die sie äußern, sagen sie eigentlich, Charles Darwin ist ein Depp, das gibt's alles nicht, es gibt keine Gehirnunterschiede, es gibt keine Leistungsfähigkeitsunterschiede zwischen Menschen, alle Neugeborenen sind potenzielle Genies, sind Tabula rasa, können von uns mit Bildung zu Wunderkindern und Genies gemacht werden. Nur komischerweise funktioniert genau das Gegenteil. Wenn man es denn nämlich wissenschaftlich geprüft hat, hat man festgestellt, dass wenn man Bildung draufschüttet, die Kinder mit den großen Gehirnen immer noch mehr davon profitieren und die Kinder mit den kleinen Gehirnen immer weiter zurückbleiben, weil die hier unheimlich profitieren von guter Bildung und die von guter Bildung fast überhaupt nicht profitieren können, weil sie zu dumm dafür sind, mit guter Bildung was anfangen zu können, weil ihre Gehirne zu klein und zu wenig leistungsfähig sind. Ja, und dieses Schicksalsfrage Deutschlands und der Welt, ja, und Europas auch, ja, die ist weggewischt worden durch die Propaganda, Gehirnwäsche und Massenmanipulation der Sozialspartler. Und dadurch wird Deutschland sterben. Und es wird gerade deswegen Deutschland sterben, weil Deutschland ist das Land mit der größten Wohlfahrts- und Sozialbürokratie der ganzen Welt. Die Bild-Zeitung hat das ja in ihren Talkrunden schön aufgezeigt, ja, sozusagen Viertel nach acht, dass Deutschland eben quasi die ganze Welt anlockt, so nach dem Motto, nach Deutschland, wenn ihr nach Deutschland kommt, ihr braucht nicht zu arbeiten, Deutschland ist so depp, das schenkt euch ihr könnt betteln und ihr könnt in den Ämtern betteln und werdet so beschenkt, dass ihr viel mehr bekommt, als ihr in eurem Heimatland je erarbeiten könnt, bekommt ihr geschenkt, weil die Deutschen so depp sind und so krank sind. Sie sind infiziert durch die Sozialspartler, sind sie zur Lebensuntüchtigkeit hin infiziert geistig, ja? Und das hat ja die Bild-Zeitung durchaus aufgezeigt. Aber wie gesagt, auch dort ist kein Platz für wirkliches Denken und vor allem für keine Problemlösung. Aber immerhin wird dort manchmal noch kontrovers diskutiert. Also, und ist das nicht erschreckend, dass diese schlimme Bild-Zeitung und auch das einzige Medium, größere Medium ist, in dem überhaupt noch halbwegs diskutiert wird? Überall anders findet ja nur noch die Propaganda der Sozialsparten, der Weltsozialsparten, der Nahrungssparten, der Gesundheitssparten, der Waffensparten, der Alkoholsparten, der Tabaksparten. Das andere ist ja alles nur noch Propaganda und nur noch gleichgerichtet. Je größer und reicher eine Sparte ist, desto mehr sprechen also hier aufgrund der Geldflüsse und der Evolutionsverläufe. Journalisten wiederholen eigentlich und Spielfilmemacher in ihrer Moral von der Geschichte und Politiker und Parteien, alle wiederholen sie nur noch die vorteilbringenden Irrtümer der mächtigsten Sparten der Erde. Ja. Außer bei der Bild-Zeitung, da ist noch ein bisschen ein kleiner Rest an Diskussion noch, an halbherziger Diskussion, kann man sagen, ist da noch. Ne? Ja, also das war's jetzt mal für jetzt hier. Ja, ich glaube, ich muss die anderen Bilder jetzt nicht alle durchgehen. Nee, das ist. Ja, ich würde sagen, wir haben alles, was wichtig ist hier zu finden. Ja, so hier. Also, Sie finden alles, wenn Sie googeln, Partei des Gemeinwohls, PDG, haben Sie ja alles hier. Wo ist es?
hier ist es doch, ja, genau. Hier haben sie dann, ja. Also die Menschheitslösung ist wählbar, aber die Menschheit ist nicht mehr, nicht intelligent genug dafür und war es wahrscheinlich auch nie, weil die 1,5 Liter im Durchschnitt waren einfach zu wenig. Da war der Anteil derer mit 2 Liter Gehirnen und 2,5 Liter, 2,2 Liter Gehirnen oder 2,3 Liter Gehirn einfach auch zu gering und die Menschheit kriegt die Kurve nicht, weil intelligentes Denken einfach nicht aufgegriffen wird in der Menschheit. Ja, tschüssi, bis bald.